Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute wird es einen Vlog geben. Ich habe mich nämlich schon ready gemacht. Wir haben 8.40 Uhr, das heißt für mich guten Morgen. Alle schon an, Hose an, Pullover an. Ich gucke gerade nebenbei noch einen Film. Und in 20 Minuten können wir beim Gesundheitsamt anrufen und dann wird sich herausstellen, ob ich raus darf oder nicht. Also das nicht, das gibt es nicht. Ich werde wohl raus dürfen. Entscheide ich jetzt mal. Ich fühle mich gut. Bei mir ist alles super. Ich will einfach nur raus. Ich habe gestern Abend schon alles vorbereitet. Ich habe die Liste für die zwei Gewinner fertig gemacht. Ich habe meine Liste fertig gemacht, damit ich bloß nichts vergesse beim Kaufen. Ich bin mega, mega gespannt. Ich hoffe, ich darf raus, Leute. Weil dann heißt das für mich heute, ich cruise zu DM und ich cruise zu Rossmann. Ich muss nämlich bei DM zwei Live-Hauls abdrehen und bei Rossmann ein Rossmann Live-Haul. Und zwar muss ich bei DM einmal mein Live-Haul abdrehen und dann den für die Gewinner. Ich will das nämlich auch filmen und daraus zwei extra Videos machen. Ja, Leute, geschminkt habe ich mich noch nicht. Da warte ich erst ab, bis wir das okay bekommen. Nicht, dass ich mich dann unnötig schminke, weil für wen soll ich mich schminken? Für meine Wohnung? Nee, gut. Darauf warten wir jetzt und dann sage ich euch gleich Bescheid, ob wir direkt zu DM fahren oder ob wir hier weiter gammeln dürfen. So Leute, ich bin jetzt im Auto. Ich bin mega glücklich, ich darf raus. Ich habe hier von Flaschenkisten bis zum geht nicht mehr. Also ich glaube, ich habe 2, 4, 6 Stück hier und Pfandflasche noch. Und das bringe ich jetzt zu Netto. Erstmal Pfand wegbringen, damit unser Abstellraum auch mal leer ist. Und ich werde gerade voll gestalkt. So Leute, ich habe mich jetzt wieder auf den Weg nach draußen gemacht. Ich muss mal eben kurz zur Post mein Shein-Paket wegbringen. Die Sachen, die ich retour schicken möchte, dann muss ich noch mal schnell zu Rossmann. Da noch ein paar Sachen kaufen. Dann nehme ich euch jetzt mal mit. Und ja, danach backen wir zusammen. So, ich habe jetzt einmal Geschenkpapier mitgenommen. Und zwar einmal das hier mit diesen süßen Diamantherzen. Das hier und das hier habe ich nochmal mitgenommen. Also drei Stück werden mir definitiv reichen, um die ganzen Sachen einzupacken. Hoffe ich zumindest. Schaut mal, hier sind die Revolution Paletten im Angebot für 8 Euro. Also würde ich definitiv mal nachschauen bei euch. Hier ist nichts mehr Besonderes. Hier gibt es jetzt noch diese Krimskrams-Ecke von Catrice. Die gab es schon beim letzten Mal. Ja. Einfach mal schauen. Vielleicht habt ihr auch sowas bei euch im Rossmann. Wo man sparen kann, kann man sparen. Leute, jetzt soll man als Frau für den Mann Rasierklingen kaufen. Ja, toll. Keine Ahnung. Sieht gefühlt irgendwie alles gleich aus. 28 Euro, 15 Euro, 19 Euro. Keine Ahnung, Mann. Dann schickt man den Bilder und der sagt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nimm einfach irgendwas. Ja, danke. Leute, sind die nicht schön? Die habe ich gerade für Pascal seine Mama gekauft zum nachträglichen Muttertag. Ich würde meiner Mama gerne auch Blumen kaufen, aber die wohnt 400 Kilometer weiter weg. Das werde ich definitiv Ende des Monats nachholen. Ey, mir ist gerade sowas Blödes passiert. Ich stand gerade an der Rossmann-Kasse und bin eure Kommentare vom DM Live-Haul schon mal durchgegangen. Waren schon ein paar. Und Leute, da war eine Diana mit bei. Ich kann leider nur den Namen sagen, nicht den zweiten Namen. Hat wieder was sehr Nettes geschrieben, nämlich nicht. Sie hat wieder einen Kommentar abgelassen wie, Corona habt ihr wohl nicht mehr. Und so richtig zickig kam das für mich rüber. Die hat auch die letzten Male schon mal sehr blöde Kommentare geschrieben gehabt und sehr verletzende Kommentare. Und dann gab es mal wieder dazwischen gute Kommentare und dann wieder schlechte Kommentare. Die zieht einfach alles in Dreck, was ich mache, gefühlt. So, ist in Ordnung, jeder hat seine eigene Meinung, ist alles super. Wenn man Vorschläge hat, Veränderungsvorschläge, Tipps und sowas, nehme ich immer gerne dankend an. Aber ich lasse mich nicht in irgendeiner Form beleidigen, dumm anmachen oder sonst irgendwas. Das muss nicht sein. Und ich habe es lange geduldet und jetzt reicht es. Auf jeden Fall stand ich dann an der an der Rossmann-Kasse. Es war eine super lange Schlange. Deswegen dachte ich, gehe ich mal durch. Und dann kam halt dieses eine Kommentar und ich dachte mir so, ne, jetzt blockst du die. Ich habe noch nie irgendjemanden auf YouTube geblockt. Deswegen bin ich auf Kanal Ausblenden gegangen. Das ist dann sowas wie Blocken. Ja. Und in dem Moment habe ich das bei dem Kommentar darüber gemacht. Ich habe keine Ahnung, wer diese Person darüber war.
Auf jeden Fall war dieser Kommentar dann weg. Und dieser Kommentar von Diana war halt noch da. Dann habe ich ihren halt ausgeblendet und jetzt muss ich gleich nochmal kontrollieren, ob ich die Person jetzt geblockt habe oder nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, wer es war. Ich habe mir so schnell den Namen nicht gemerkt. Auf jeden Fall werde ich das gleich kontrollieren. Und falls die Person wirklich geblockt wurde von mir, werde ich es natürlich ändern. Und so Leute, ich habe gerade kontrolliert. Ich habe wirklich nur diese Diana geblockt. Ich kann den weiteren Namen jetzt nicht zeigen. Also ausgeblendete Nutzer, auf jeden Fall schon mal was Gutes. Dann habe ich bei der anderen Person wohl nur das Kommentar gelöscht, was ziemlich traurig ist. Das war echt ein süßes Kommentar. Aber ich bin froh, dass ich die andere Person wenigstens nicht geblockt habe. Da nochmal Verzeihung, falls du diese eine Person bist, wo ich das Kommentar gelöscht habe. Tut mir wirklich, wirklich leid. Leute, ich verunstalte wieder meine Küche. Ich mache gerade Pizza-Hefebrötchen oder Hefe-Pizza-Brötchen, wie auch immer. Dafür brauche ich einfach 500 Gramm Mehl, einen Würfel frische Hefe, 42 Gramm. Da geht übrigens auch das aus der Tüte. Ein Teelöffel Zucker, 200 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Pflanzenöl, ein Teelöffel Salz, etwas Mehl und für die Arbeitsfläche ein bisschen Mehl. Und ja, dann gebt ihr erstmal Mehl rein, eine Mulde und die Hefe mit ein bisschen Wasser. Da. Jetzt warte ich 15 Minuten und nach 15 Minuten gebe ich die restlichen Zutaten rein, knete das Ganze um. Der Teig wird sehr klebrig sein, aber mach nichts. Dann lasst ihr den einfach stehen für eine Stunde, mach ein bisschen Mehl drüber und danach, nach der Stunde, klebt der Teig nicht mehr. Einfach wieder nochmal kneten und dann ist alles in Ordnung. Dann könnt ihr daraus machen, was ihr möchtet. Ja, ich mache jetzt gleich ein bisschen Zutaten wie bei einer Pizza rein, ein bisschen Tomatenmark, schneide ein bisschen Salami, ein bisschen Käse mache ich rein, halt so ein kleines Süßchen noch mit und fertig. So, ich warte jetzt, bis mein Teig fertig ist. Ich war jetzt gerade eben beim Briefkasten und habe zwei Briefe rausgeholt. Und die waren sehr interessant. Der eine war vom Gesundheitsamt. Da steht halt drauf, dass wir jetzt mindestens 6 Monate uns nirgendwo mehr testen lassen müssen. Also Immunität. Ja, und dass wir uns 2 Wochen erst, ich glaube, das war nach 2 Wochen impfen lassen dürfen. Aber ich bin noch nicht dran. Ich kann mich noch nicht impfen lassen. Ja, aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt die nächsten 6 Monate nirgendwo einen Test machen lassen. Sondern wir können mit dem Schriftstück halt beweisen, dass wir Covid schon hatten. Und so halt dann schon in die Einkaufsläden rein, ohne einen Test vorher gemacht haben zu müssen. So. Und der zweite Zettel war vom, wie heißt das, Gewerbeamt. Da habe ich jetzt so gesehen meine Rechnung bekommen. Ich habe vor 2 Tagen das Gewerbe abgeschickt per Mail. Bei uns musste man das per Mail machen oder per Post. Man kannte. Leute, wir haben 18 Uhr und ich kann nicht mehr reden. Auch gut. Man kann da nicht mehr hingehen. Also derzeit mit der Lage kann man nicht ins Rathaus gehen bei uns. Man muss alles telefonisch oder per Post oder per Mail abklären. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Gebühr bekommen. Die kommt ja per Rechnung ja jetzt. Sonst muss man halt im Rathaus immer bar bezahlen. Ja, auf jeden Fall muss ich 26 Euro bezahlen. Oh, 26 Euro für ein Gewerbe. Aber das zahlt man ja nur einmal. Jetzt warte ich auf den Wisch vom Finanzamt. Und da kommt ein bisschen was auf mich zu. Aber naja, alles für euch. So, mein Teig ist oben. Einmal durchkneten und jetzt daraus diese Brötchen machen. So, die Brötchen sind fertig. Ich esse hier gerade die ganze Zeit den Käse auf. Das sind die kleinen Brötchen. Dann hatte ich noch Teig übrig und habe so eine kleine Pizza, Hefepizza gemacht. Ich weiß gar nicht, ist im Pizzateig Hefe drin, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es das jetzt noch geworden. Sieht ganz lecker aus. Und das wird Pascal sich jetzt hoffentlich schmecken lassen und nicht meckern. So, ich habe jetzt das Paket von der Lisa schon fertig gemacht. Das habe ich jetzt auch schon eingepackt in diesem schönen Papier hier, Geschenkpapier. Und jetzt kommt das von der Janette dran. Ich muss das nur noch einpacken und das zeige ich euch gleich auch nochmal. Die beiden Pakete sind jetzt fertig. Das da unten ist für die Lisa und das da drüber ist für die liebe Janette. Habe ich noch alles schön in Geschenkpapier eingepackt. Ich hoffe, das kommt auch heile an. Pascal hat mir das schön mit, wie heißt das, Panzertape, keine Ahnung. Mit Panzertape alles zugeklebt, damit das alles bloß nicht aufgeht. Die einzelnen Produkte habe ich auch nochmal mit Tesafilm zugeklebt, damit bloß nichts aufplatzt und es alles heile ankommt. So Leute, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Ich habe jetzt gestern nicht mehr weiter gefilmt. Ich habe gestern nämlich auf Instagram so ein schönes Tattoo gesehen und war dann voll im Tattoo-Modus. Ich habe ja ein Tattoo. Und ich habe irgendwie voll Bock, mir ein zweites Tattoo stechen zu lassen. Deswegen habe ich einen privaten Tätowierer angeschrieben. Also ich kenne ihn privat. Und der macht halt so schöne Tattoos. Und da habe ich mir jetzt mit ihm was Schönes überlegt. Und ich kriege jetzt bald meinen Termin, um das Tattoo stechen zu lassen. Natürlich alles legal, Leute. Also ich kenne den halt privat. Ich habe den privat kennengelernt und weiß, dass er Tätowierer ist vom Beruf her. Ja, und ich freue mich mega. Wir haben uns was mega Cooles überlegt. Also um ehrlich zu sein, ich habe ihm eine Vorlage geschickt.
Das Tattoo soll auf den Nacken. Und ich bin mir aber nicht sicher, was er daraus macht. Also mit seiner Fachsprache da, keine Ahnung, habe ich nicht kapiert. Aber er meinte so, da und damit könnte das richtig gut aussehen. Und das hat so noch niemand. Deswegen bin ich gespannt, was er mir da für ein Unikat zaubert. Ich freue mich mega. Aber Leute, ich würde auch an dieser Stelle gerne das Video beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna...